Leute! So, wir sind jetzt, nachdem wir aus Polen zurückgefahren sind, weiter nach Usedom. Und wir haben ja von Budget einen Rentalcar bekommen. Und da das ein leerer Transporter ist, zeigen wir euch jetzt mal, wie man einfach ein Bett reinbauen kann mit wenig Aufwand. Und wir haben die Deutsche Meisterschaft in ein paar Tagen. Und deswegen bereiten wir uns jetzt vor, haben alle Sachen aus dem Auto rausgeladen. Jede Menge Stuff. Und jetzt waren wir gerade im Baumarkt. Und es wird Zeit, die Dinger zusammenzuschrauben. Und dann schauen wir mal, ob wir da drin später auch schlafen können. Ich hoffe es ja wohl. Aber und das Ganze nur für 30 Euro. 30 Euro circa. Jetzt ist zwar 40 Euro, aber dafür haben wir auch noch sensationelles Epoxyharz bekommen. Kein Spachtler fürs Auto. Das kann man aber auch ganz gut nehmen, um Surfboard zu reparieren. Und da ich leider eine kleine Macke an meinem Foil habe, spachtel ich das einfach gleich mal. Weil sonst, wenn da Wasser reinkommt, ist das ja bekanntlich nicht so gut. Und außerdem haben wir auch noch eine neue Errungenschaft. Den zeige ich dir jetzt. Und zwar haben wir hier so einen super Saugnapf gekauft. Sensationell. Klappt man hier einfach ran. Ich klappe jetzt mit einer Hand nicht so gut. Nochmal ohne Neo. Einfach ran drücken. Festsaugen. Neo ranhängen. Und fertig ist der Lachs. Hast du einen Neo-Ständer am Auto. Und ja, also ich würde sagen, super. Ja, und hier ist unser Ausstand. Man könnte auch sagen, wir führen ein Zigeunerleben. Hier mein Neo, Skateboard, normales Kiteboard. Eine Menge Neos, eine Menge Veggies, warme Klamotten, Kabeltrommel, Kites, Foils, noch mehr Kitesachen. Und eine sensationell tolle, aufblasbare Matratze. Sehr gemütlich. Ja, vielen Dank an Budget nochmal an dieser Stelle für dieses wunderschöne Auto. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich wünschte mir manchmal, dass ich einfach nur Profi-Skaterin geworden wäre und einfach nur mit ein paar Schuhen und einem Skateboard durch die Welt reise. Das wäre eigentlich ganz angenehm. So, jetzt geht's weiter an einer kurzen Unterbrechung. Da der Akkuschrauber kaputt gegangen ist, haben wir jetzt einen neuen. Oder? Was hast du gekauft? Ja, haben wir jetzt einen polnischen Akkuschrauber. Polnisch. Gut und günstig. Geil. Damit muss es klappen. Beste Leben. Der sieht ja aus wie von Bosch, ist aber nicht aus Bosch. Aus Polen. Na dann. Gute? Nein, was? Ist kein Ding. So, nach dem dritten Mal jetzt im Baumarkt haben wir auch einen Akku für den Akkuschrauber. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los. Geil. Ganz schön eng oben. Passt nicht. Eine Matratze zwischen. Das ist echt. Wie gesagt, 80 cm wäre top. Verstehe, wieso hast du es nicht ausgemessen? Damn. Oh Mann, wir sind so eine Holger. Wir haben erstmal jetzt gemerkt, dass da gar nicht mehr so viel Platz zur Decke ist. Die Matratze kommt auch noch hier so rüber. Dann haben wir ungefähr 20 cm zum Liegen. Oh Mann, B, wir hätten das mal ausmessen müssen.
Einfach drauf geschissen. Wir warten jetzt bis morgen ab, bis der Baumarkt wieder offen hat und wir eine Säge kaufen können und das Bett kleiner sägen können. Bis dahin haben wir jetzt erstmal einfach unsere Boardwechsel hingelegt und unser ganzes Kaltkrams. Dann diese super Holzplatten. Decke drüber, dass unsere Luftmatratze nicht kaputt geht und dann schlafen wir einfach da drauf. So, Linus erstmal am Strom abzocken. Das ist immer das Erste, was er macht, wenn wir irgendwo sind. Und ist Strom drauf? Nicht so, ne? Nicht so richtig. Dann. Juhu! Ein weiterer Struggle haben wir nämlich heute erlebt. Wir haben eine Pumpe gekauft, weil unser Aufsatz nicht passte. Und wir wollten eine elektrische haben für den Zigarettenanzünder fürs Auto. Aber es gab zwei verschiedene Modelle. Und wir haben natürlich den gekauft mit einem Stecker. Yay! Boah, wieso wird das Ding nicht scharf? Geht nicht hin. Naja, auf jeden Fall musste Linus jetzt erstmal eine Steckdose auftreiben, um diese Luftmatratze aufzupumpen. Der Struggle ist mal wieder real, denn wir sind ja hier in der Nähe von Polen. Wir hatten jetzt, also ich habe eigentlich gedacht, wir können die Feuer jetzt auch draußen stehen lassen. Aber Linus hat Angst, dass die geklaut werden. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Foils mit ins Bett nehmen und mit denen kuscheln. Naja, ist auch okay. Wir haben sie ja lieb. Guten Morgen, Leute. Wir waren jetzt gerade eben noch mal beim Baumarkt und haben unsere sensationellen Bettstützen noch mal kleiner sägen lassen. Natürlich alles wieder ausgeräumt. Hier ist unsere Sachen voll auf dem Bürgersteig verbreitet. Aber wir haben das Bett jetzt reingebaut und es passt perfekt. Es steht. Und es sieht relativ stabil aus. Sollte erstmal für eine Woche halten oder sogar vielleicht auch länger. Also ich bin stolz auf uns, Babe. Und das alles nur für 30 Euro. Gib mir 5. Nice. So, wir haben jetzt hier so eine schöne Decke drunter gelegt, damit die Holzsplitter nicht unsere Luftmatratze zerstören. Jetzt kommt die Luftmatratze rein. Da. Geschiebt. Geil. Perfekto. So much space. Cozy as fuck.